Dramatische Zuspitzung bei der Jagd nach den Charlie Hebdo-Attentätern. Zwei Tage nach dem Mordanschlag auf das Satireblatt in Paris verschanzen sich die beiden Terrorverdächtigen in einem Ort im Nordosten der französischen Hauptstadt. In einer kleinen Druckerei in einem Gewerbegebiet nahe des Großflughafens Roissy-Charles de Gaulle nehmen die Brüder Sherif und Said K. nach Polizeiangaben eine Geisel. Kurz zuvor haben sie das Fluchtfahrzeug gewechselt und sich einen Schusswechsel und eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Frankreichs Innenminister bestätigt den laufenden Einsatz. Ziel sei es, die Attentäter so wörtlich zu neutralisieren.